Willkommen zurück zum Ackerländle. Heute ist der große Tag gekommen, an dem es zum Oldtimer-Treffen geht. Um 8 Uhr wollte, glaube ich, der Anton vorbeikommen. Ich warte gerade schon. Das Wetter ist ehrlicherweise nicht so berauschend. Ich hoffe, das ändert sich noch in den nächsten Tagen. Aber, ach, da vorne ist er schon. Ah. Guten Morgen! So, warte, ich habe schon alles fertig. Ich muss mal gerade hier abschließen. Morgen, morgen. So, ich habe leider nicht so gutes Wetter hier im Gepäck. Nicht so wirklich. Hoffen wir es, dass er auf der Fahrt besser wird. Ja, das hoffen wir wirklich. Also Verdeck werde ich heute auf jeden Fall zumachen. Ich hoffe, das schützt uns ein bisschen, aber ich glaube, das wird eine feuchte Angelegenheit. Also, aber das glaube ich. Hier, ich habe schon gesehen, hier in der Region soll es tatsächlich heute so bleiben. Aber ich hoffe, dass es dann auf dem Weg noch ein bisschen anders wird. Die Chancen stehen wohl nicht fest. Schlecht. Ah, bestimmt, wenn Engel reisen, dann ist immer gutes Wetter. Ja. Ich wollte eigentlich heute Morgen auch noch schnell spritzen, aber kannst du ja nicht machen bei dem Regen, ne? Das haut nicht hin. In den letzten Tagen hat es nicht funktioniert, dann hat der Büchele mir das vorbeigebracht. Gestern in der Nacht habe ich Gott sei Dank noch alles geschafft hier, auch dank eurer Hilfe. Also da habt ihr ja noch bis tief in die Nacht mitgemacht. Und dann um 3 Uhr ungefähr ging es los, da hat es geregnet. Genau. Ja, war eine kurze Nacht, aber jetzt freue ich mich aufs Oldtimer-Treffen, auch ohne Spritzen. Das stimmt. Vielleicht schaffe ich es auch noch später. Gut, ich würde sagen, ich gehe mal gerade kurz rüber. Ich würde mir meinen Tanker holen und ich muss noch mal schnell beim anderen Haus vorbeischauen, damit ich einmal kurz Bescheid sage, ja? Jo, passt. Macht es denn? Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ich wollte nur gerade Bescheid sagen. Ich bin jetzt in den nächsten Tagen einmal kurz weg. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie lange es dauert, aber der Leubel, den hatten Sie ja schon kennengelernt, ne? Ja. Der Leubel und ich, wir sind jetzt auf dem Weg zu einem Oldtimer-Treffen. Ich habe noch den alten Fan, den hat der Leubel jetzt fertig gemacht und so. Ich bin jetzt in den nächsten Tagen erstmal weg. Ja, ich bin halt froh, dass es in den letzten Tagen noch geklappt hat. All das, was ich so schaffen wollte, habe ich geschafft. Der Ernstl, der wird sich hier hin und wieder mal um die Tiere kümmern, wird so das Wichtigste machen. Ansonsten, ja, bin ich aber wie gesagt jetzt erstmal weg. Wenn was ist, wenden Sie sich bitte an den Ernstl oder an den Häberle oder so. Sie kennen ja mittlerweile alle. Aber auf dem Hof wird eben erstmal niemand sein. Okay, super, ja, wissen gut, Sie Bescheid. Zu wissen. Gut. Jawohl. Da wünsche ich besseres Wetter und viel Spaß. Das wünsche ich uns auch. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Wissen Sie schon, wie lange Sie da jetzt eingesetzt sind? Nee, weiß ich noch nicht. Aber soweit läuft jetzt mal alles und das ist schon mal das Wichtigste. Ja, haben Sie alles. Gut. Das ist doch schon mal eine gute Nachricht, würde ich sagen. Gut, dann mache ich mich auf den Weg, damit wir nicht weiter Zeit verlieren. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt hier weiterhin. Ne? Und wenn irgendwas Dringendes sein sollte, rufen Sie mich an. Die Nummer ist, ich glaube, in der Küche hinterlegt in Ihrem Haus hier. Ah ja, okay. Ja. Gut, perfekt. Wissen Sie Bescheid? Danke. Bis dahin, ne? Jo. Tschüss. So, Anton, ich komme. So. Machen wir einmal zu hier. Und dann... Abfahrt. Oh, so nass. Oh. Anton, ich glaube, wir können losfahren. Oh je, das schaut aus, als wenn es bei dir in die Beingegend ein bisschen los werden wird, hä? Bitte? Ich sag, das schaut so aus, wie wenn es bei dir in der Beinnähe ein bisschen nass werden wird. Ja, da ja. Offen. Ja, habe ich gerade schon gemerkt, dass es hier ein bisschen nass wird. Warte mal, ich habe mein Gepäck vergessen. Lass mich noch mal gerade ganz kurz rausgehen. Ja, sicher. Müssen wir mal ganz kurz rein. Im Eifer des Gefechts. So. Jetzt können wir los. Oh, ist das schmuddelig hier, das Wetter. Oh. Aber immerhin kann man dann klar sehen noch, wenn man fährt hier. Oh, ich hoffe wirklich, dass es besser wird. So, jetzt pass auf. Hast du die Route dir schon rausgesucht? Ich hab da mal ein bisschen mit dem Handy überflogen, ja, mit der Karten-App. Okay, gut. Dann würde ich sagen, fahr du erstmal vor, später können wir vielleicht nochmal wechseln, aber fahr du erstmal vor. Ich weiß nur so ungefähr die Richtung, aber das ist ja ein relativ langer Weg, ne? Ich würde sagen, wir fahren einfach erstmal und dann gucken wir mal, wie das so läuft. Genau. Gut. Gut. Dann Attacke.
mal lang? Ich glaube nicht. Links. Ah, da vorne sind schon andere. Den fahren wir einfach mal hinterher, oder? Ha, die holen wir sogar eine Eisenbahn, sonst wird die draußen. Ich glaube auch. Da vorne direkt ist auch richtig, wo die lang fahren. Also laut dem, was ich mal auf dem Handy umgeschaut habe, so, ja. Okay, ja, dann fahren wir mal lang. Hier noch nicht, da vorne, ne? Hier. Hier jetzt, ja. Sehr gut. So, dann Attacke, die letzten Kilometer. Vollgas, oh, das scheppert schon in meinen Ohren. Was sagst du? Das scheppert in meinen Ohren. Ah, hier müssen wir lang. Dürfen wir hier langfahren? Ja, ne? Kommen wir da vorbei? Wie lange ist denn das jetzt noch? Vielleicht können wir uns noch ein paar gute Parkplätze sichern. Komm, wir fahren da mal vorbei irgendwie. Schau mal zur Seite. Geht nicht zur Seite. Mal zur Seite fahren hier. Danke. Aber so muss es laufen. Ja, 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 ja. Danke, 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 danke. Was ist hier los? Ja, danke. Wir sind ein bisschen schneller. Danke. Wir wollen auch ein paar gute Parkplätze haben. Ja, ja. Ah, da vorne ist es. Wir sind da. Ja, herrlich. Anton, weißt du, wo wir hier parken können? Geht das? Ich sehe noch nichts. Ah, hier. Wir parken mal hier. Aber hier, das sieht aus wie ein Parkplatz. Wir fahren mal hier rein. Wir fahren mal hier rein. Oh, da sind wir. Heute. Nächste siehst du. Guten Morgen. Morgen. Wir wollten zum Oldtimer treffen. Ja, da hat es jetzt aber nur 2 Stunden geführt. Da sind halt nicht einmal mehrere Veranstalter da. Also, Veranstalter bin ich, aber Aussteller meine ich. Ach so. Nein, wir kommen da noch. Moin. Sind jetzt einige, glaube ich. Dürfen wir schon mal parken, ja, ne? Das wird ja, ja, stellt's euch. Jo, danke. Ja, ja. Ja? Ja, gut, dann mach. Ja, aber ja, schon wegen zusammen, weil das haben sie schon so. Fahren wir zurück, wir fahren hier vorne hin. Fahren wir hier? Wir haben da eindeutig die schöneren Traktoren. So, guck mal hier, muss man auch sehen. Ne? Oh, kann ich mal gehen. Oh. So. Ist auch gut aus, Tim. Ja, lustig, steht, das passt schon. Alter, die schreien da hinten rum. Ja, sag mal, was sind das für Nasche? Servus zusammen. Er war ein bisschen langsam da hinten, ne? Hallo, grüße. Hallo, grüße. Mach mal das so hier, oder was? Einfach wild überholen? Ja, wir dachten, wir könnten, wir wussten nicht, wie voll das ist. Wir wollten uns noch ein paar gute Plätze hier sichern. Ja, hat nichts gebracht. Wir sind zu früh, habe ich gerade gehört. Ja. Ja. Habe ich auch gerade gehört. Früher, also. Körfner, übrigens. Ja, aber grüße. Wiesenberger, hallo. Wiesenberger? Grüße. Und mit wem habe ich hier die Ehre? Auch Wiesenberger, auch wenn es nicht so ausschaut. Achso, sie gehören zusammen. Ja. Wir sind Brüder, ja. Wir sind Brüder. Und der Grüße. Schneider, Grüße. Schneider, Grüße. Ja, hier, das ist der Anton Leubel, der hat mir noch meinen Fendt hinten zusammengebaut. Kurz vor dem Grüße. Treffen. Okay, Grüße. Grüße. Servus. Hallo. Hallo, hallo. Mensch, das sind ja schon ganz kultige Geräte. Woher kommen Sie jetzt hier? Woher sind Sie jetzt? Von da hinten. Von da hinten? Achso. Ja. Nee, wie viele Kilometer meinte ich eigentlich? Ich glaube, wir sind hier auch herkommen. Also tatsächlich waren wir jetzt 4,5 Stunden unterwegs. Unser Schätzchen hier fährt nur 20 km/h. Aber tatsächlich sind es 2 Orte weiter von hier. Also so weit sind wir gar nicht weg. Ach so. Hinter dem Berg, wo die Sonne scheint, da wohnen wir. Ja, wir haben ein bisschen... Aber schön hier, ne? Schön, muss ja, schön hier. So. Aber das beunruhigt mich jetzt ein bisschen, dass es noch nicht auf hat hier. Mich auch. Ja, was machen wir da jetzt? Können wir uns schon mal irgendwie was angucken oder was? Also zum Beispiel jetzt zu mir. Also ich bin der Veranstalter und der Pächter von der Wildbachtalmühle. Paul Fülzer, mein Name. Grüße. Grüß dir. Eigentlich haben wir noch nicht offen, aber es könnte es ja schon mal reingehen, wenn es schon mal da hat.
könnt ihr euch schon mal umschauen. Recht viel sagen kann ich zu den Fahrzeugen nicht. Ich bin eher so der Fendt-Spezialist, sage ich jetzt mal. Also oh, guter Mann. Das Labs über Fendt kann ich auch erzählen. Sie haben doch selbst keinen Fendt. Auch von den anderen Herstellern müsst ihr euch dann hab ich einen, also. Schauen. Dann kommen noch die Veranstalter später, wir sind eineinhalb Stunden, müssen nicht da sein. Die helfen euch da bei den anderen Fahrzeugen dann weiter. Da, das klingt aber hervorragend. Aber schaut's eigentlich, das ist schon mal gut. Ja, dann schauen wir nochmal, oder? Ja, würde ich auch sagen. Gucken wir uns das mal an. Wo ist denn der Zapfwagen? Ich wollte die gerade fragen, uns essen. Mo, ist es Simmy in der Früh? Möchtest du jetzt echt schon ein Bier? Wir waren viereinhalb Stunden unterwegs, ne? Also wir erwarten uns jetzt schon so eine kleine Erfrischung. Die durstige Kehle haben sie mitgebracht. Ja, aber wirklich. Da hinten war der Boch, da kannst du außer trinken, ein Bier habe ich noch keins da. Ja, frischer. Da fahren wir dann nach Hause, glaube ich. Ja, ganz schön frech, du, ganz schön frech. Bachwasser wird dir einmal angeboten, weißt du? Da fährst du zwei Ortschaften weiter, ne? Ja, ganz andere Welt. Also jetzt, wenn es recht muss, jetzt, dann könnt ihr wieder heimfahren. Entweder schaut jetzt rein oder ihr schwingt euch wieder. Also wir würden uns gerne was anschauen. Ich weiß nicht, die scheinen noch mit dem Meckern da zugange zu sein, aber wir würden uns doch ganz gerne was anschauen. Ja, daran, lass mal. Die haben irgendwo Bier, die geben es noch nicht raus. Das ist noch nicht kalt wahrscheinlich. Ja, genau. Geht's mit mir nachher, dann soll ich mal durchführen. Boah, schon schön. Guck mal hier, ne? Guck. Guck mal den mit der Zwillingsbereifung. Das ist ja ein Monster. Oh, das wär was für meine BG. Oh. Eins muss man sagen, ne? Also landschaftlich ist das hier wirklich wunderschön. Da kann man nicht, ja. Sag mal. Ach, haben wir es auch einrichten können. Nicht nur mit dem Trecker ein bisschen langsamer, sondern auch zu Fuß, ne? Ja, wir haben den ganzen Tag Zeit, wir haben keinen Stress wie die Leute hier in der Stadt. Ja. Jetzt sind die gemütlichen. Da will ich auch alles sehen, ne? Richtig. Hier ordentlich Holz vor der Hütte ist schon mal gut. Mir, die wo vom Ländle rauskommen, sagst du zu einem Stoderer, du Stoderer, selber Stoderer. Ich hab keine Ahnung, was der mir sagen will, ne? Also so gar nicht. Kann ich? Kulturbandhausen haben wir hier. Genau, so. Hier, das scheint aber ja schon was zu sein, was uns interessiert. Schaut's euch ein wenig um. Da hinten steht dann von mir einer, also. Eigentlich alles, was Fendt da steht, gehört mir. Warte, lass ihn mal reden. Hast du etwa noch GT auch zufälligerweise? Ich hab nicht gerade einen GT, es sind schon mehr umeinander, aber die findest du bestimmt alle. Ach ja, ja, coole Sache, weil das ist meine Hauptmaschine, der wohnt am Hof. Also das ist noch neben meinem Bedrock, wo ich da hab stehen, ist das mein Schmuckstück. Nein, ich hab da hinten zwei GT stehen. Einer mit einer aufgebauten Sammaschine und ein normaler, ohne Aufbau. Hinten bei der Mühle stehen noch ein paar. Ist GT die Abkürzung für Bier? Nee, ne? Die ist die Abkürzung für Geräteträger, mein Freund. Ah, aber langsam glaube ich, dass du eher Alkoholiker bist. Würde man doch noch fragen dürfen. Da steht der Grill. Ich sehe Grill bringt mir nichts. Grill bringt mir gar nichts. Der raucht noch nicht. Wiesenberger war ihr Name, oder? Ist korrekt, ja. Also ich meine, wir trinken auf dem Dorf schon auch viel. Das gebe ich auch gern zu. Aber um 7 Uhr morgens, das ist schon frech. Da muss ich schon mal sagen. Sie kommen hier hin. Das ist ein klassisches Frühschoppen. Ja. Wir kämen wieder warm zu Fuß dann, oder wie? Nein, wieso denn? 2 Stunden in der Sonne liegen und dann geht wieder nach Hause. Also kein Problem. Ah, so machen wir das. Ja, bitte. Also mein Gott, da tun wir nicht so bettlich als der Papst. Jetzt will ich aber mal was sehen. Was ist das hier? Ja, ist das echt eins? Das ist ein alter Ferguson. Das ist quasi der Vorreiter von den jetzigen Raupenschlepper. Aber wieso hat der hier so Schlitten hier vorne? Das sieht aus wie das Mobil vom Weihnachtsmann. Das war mal so ein Versuchs. Ich glaube, dass es eine Versuchsmaschine war. Ob die jetzt wirklich in Serie gekommen ist, glaube ich nicht. Okay. Sieht aber wirklich potthässlich aus. Ja, weil ich sag mal, das Raupenschlepper auch für. Das hat einfach einen Antrieb hat und saubern. Ist da bei der Sanierung und Renovierung die Farbe ausgegangen? Oder? Das ist noch in Arbeit. Die Ferguson weiß es nicht. Die Aussteller sind jetzt hier ja noch nicht, habe ich richtig verstanden. Nein, weil es immer nur 2 Stunden früher ist. Also, da müssen wir uns da vielleicht später nochmal anschauen. Aber da oben sind noch Fahrzeuge in Gebrauch. Was ist denn da oben? Ja, genau. Da können wir dann hernach oder können dann die ganzen Besucher mal die Fahrzeuge ausprobieren, wenn es mengen. Ah, da sehe ich mich ja, ne? Aber jetzt wird es interessant. Sag ich Gibt ja nichts. Ja, noch sind sie alle nüchtern hier. Ja, ich weiß nicht, was ihr sonst da ist dabei. Habt ihr noch eine Doch nichts. Leider geht da nicht viel drauf. Was ist das denn hier? Das habe ich noch nie gesehen. Dampftraktor? Boah, das habe ich noch nie gesehen. Sieht aus wie der alte Dampflok. Alter Kais. Kannst du hier mal drauf sitzen? Das scheppert richtig, glaube ich. Wenn das erstmal losgeht, das scheppert. Also ich will da nichts ausprobieren oder irgendwas. Wenn ich irgendwas kaputt mache, das kann ich mir nicht leisten. Das kann teuer werden, Werner. Nein. Da sind wir meine Pferde zu heilig für. Nein. Dann bleib lieber weg da. Also ich klang da nichts an. Nein. Aber schön ist schon die alte Technik, ne? Ja, ich glaube, ich brauche sowieso einen eigenen Kurs, damit ich mit der Maschine annähern vom Flecken. Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich keinen Tieflader mitgenommen habe. Ja, die sind doch nicht zu Verkauf.
Ja, ja, das habe ich verstanden. Hat man irgendwas nicht mitbekommen hier, oder? Nee, nee, das hatte ich schon verstanden. Geschäfte? Das eine oder andere Schätzchen, was man hier so sieht, das wäre durchaus auch geeignet für den eigenen Hof. Naja, aber so, also hier, das können wir uns ja vermutlich noch den ganzen Tag anschauen. Aber wenn ja, jetzt natürlich erstmal der ganze Ansturm kommt, ich weiß nicht, wie viele Besucher werden hier erwartet? Sind vermutlich schon ein paar. 400, 500, 600, kann man über hier genau sagen. Ja, und wir haben kein Johann Bier? 100. Oh Gott. Der Bierbon ja kommt noch mal, es ist Zimmer in der Früh. Spannend, ey. Aber ein bisschen später an, wenn wir jetzt selbst das ausprobieren wollen, dann sollten wir das jetzt machen, vermutlich. Ne? Ja, dann kommt es einfach mit, weiß nicht, vielleicht ist es am gescheitern, wir hupfen einfach da schnell über den Zaun drüber, dann brauchen wir nicht noch mehr außen und umgehen. Und das ist mit dem, ja, über den Zaun. Oder es wächst einfach noch mal. Über den Zaun, ob ja, durch die Hecke. Das macht man wohl hier so, Türen und gibt's nicht. Dann einfach mir mal folgen. Boah. Ich könnte es ja gerne außen und sagen Sie mal, Herr Wiesenberger. Ja. Also einer von den beiden. Ja, welcher? Der Mann, der hat sich jetzt hier extra Zeit genommen und von Ihnen kommt nur Genörgel hier aus dem Hintergrund. Kein Bier. Ich kam hier mit anderen Erwartungen an, es tut mir leid. Dann werde ich erstmal fast vor der Straße abgedrängt. Ich bin fast im Bachbett gelandet. Ich muss ja mein Leben resignieren. Ich habe das Gefühl, also, Sie haben auf Ihrem Hof haben Sie keine Oldtimer, oder? Doch. Nein. Achso, Sie nicht schon. Ich habe mich davon getrennt. Sagen Sie mir mal kurz hier Ihre Vornamen. Ich komme hier ganz durcheinander hier mit den Wiesenbergers. Ich bin der Werner Wiesenberger, ich bin der älteste der, ja, drei Brüder. Und? Ich bin der Ron Wiesenberger. Ich bin der in der Mitte. Und es gibt eigentlich noch einen, aber der hat heute keine Zeit. Ja, keine Zeit. Ja. Glaubt, der Uwe ist auch nicht so interessiert an so Oldtimer, ne? Das ist so seine Welt. Nee. Und Sie, Ron Wiesenberger, Sie haben jetzt zu Hause, was haben Sie da stehen? Also ich habe von Fendt Eicher, haben Sie ja gesehen, mit was ich hergefahren bin, ne? Ja, hier, von jung bis alt. Ne? Und woher so haben Sie jetzt die Schlepper, mit denen Sie gekommen sind? Der örtliche Bürgermeister ist einer, der auch so ein bisschen so ein Sammler und auch so ein bisschen Aufarbeiten von alten Fahrzeugen. Der hat gesagt, zu einem Oldtimer-Treffen muss man standesgemäß mit einem Oldtimer kommen. Ich wäre mit dem Pickup gekommen, kann ihm noch ein bisschen Bier hinten reinhauen, kein Problem. War nicht der Fall, deswegen sind wir mit denen hier. Also, Sie haben unehrenwerte Absichten, aber gut. Ja, also ich denke, das merken sie selber, ne? Mal, geht's nochmal nach, dann zeige ich euch den Rest, weil wir fahren jetzt noch mehr. Ich fühle mich hier willkommen. Ja, so, wir gehen mal rüber, bevor der Pöbel hier auch noch. Wobei, der Pöbel ist ja schon da. Der glaube ich schon da, aber ich sag mal, komm. Soll ich mal zur Tankstelle fahren werden? Wir sind hier nicht erwünscht, das habe ich schon gesehen. Ich merke das auch schon. Vor allem, das ist eine Frechheit. Komischer Typ. Die haben. Selber, ich höre sie, ne? Lass uns das. Ja, so, also. Red ihm jetzt mal wieder weiter. Jetzt wird interessant. Meine Fahrzeuge, ein Teil davon, meine GT und mein Fenforma, mein PS. Das ist alles Eigenbesitz? Das ist alles Eigenbesitz, das gehört auch gerne alles selber. Frage. Ja, Frage. Was tut man mit so vielen GTs? Hom oder nicht Hom? So viel Geld, glaube ich. Haben ist besser als bauen. Aber haben Sie, das leben genau. Wir haben Sie jetzt auch selbst einen Hof? Also setzen Sie die noch irgendwie ein oder ist das einfach nur noch Deko? Ich bin Sammler. Ich habe eigentlich, Ich habe die Mühle dort gepachtet mit dem ganzen Grund. Der Grund ist auch wieder weiterverpacht. Beziehungsweise ja, weiterverpacht dann. Und mir gehört dann mit der Mühle. Genau, also da machen wir wieder weiter. Wir haben halt da verschiedene Anbaugeräte, nur drohen, Frontlader oder normale Britschen. Da haben wir einen Grupper drohen hinten, das alte Mähwerk, sage ich jetzt einmal noch, Mähbalken. Okay. Mähbalken? Was ist denn das? Das ist, wo du halt drüben denkst, Alter, du bist der Bauer. Du kennst kein Mähbalken. Ich bin moderner Landwirt. Wäre das ein Mähwerk? Also ich hab das Gefühl, ich hab's hier mit klassischen Amateuren zu tun. Das sind die typischen Stadtbauern. Irgendwas von Biogas und Lager, hab ich vorhin gehört. Ich bin gleich Stadtbauern da. Meint, der hat ja sogar eine Zusatzbeleuchtung, wenn man den wohl einschaltet. Da hab ich einen Tipp, den verrate ich Ihnen aber erst nachher. Lass uns doch mal rübergehen. Ja, da gehen wir mal um, dann kannst du länger spazieren. Können wir hier rüber gehen oder gehen wir da hinten rüber? Ja, Sie können hier rüber gehen. Das ist der Erlebnisparcours hier, ne? Die Folge unauffällig, weil die anderen drei da, die haben da ein komisch. Eine Folge, jetzt dort sieht es gleich nicht aus, ja. Oh, ich bin nicht schwindelfrei. Oh. Werner, wir sind ja definitiv nicht der Mensch, glaube ich. Ah, das ist kein Problem, damit komme ich klar. Ha, so schau her, das geht mir bekannt. Ja, kommen wir auch aus dem eigenen Dorf. Gut, also, da haben wir einmal ein 250er GT, wie alle anderen GT einfach mehr, mit einem Mähbalken unten angebaut. Der andere hat halt noch hinten oder zusätzlich drüber einfach um breitere Arbeitsbreiten. Mei, das könnt ihr euch gerne mal aufsitzen, das kennt ihr ja teilweise ein Fendt GT. Der fährt da vorne, oder wie? Ja, dann macht erst einmal umlassen und erst einmal ein bisschen fahren. Was mal, den ersten? Ist das normal, dass die alle kein Dach haben? Das ist normal, ja. Okay. Ich sag ja Stadtbauer. Was ist denn da im Winter? Nix. Herr Wiesenberger, merken sich das mal, Stadtbauern, ne? Das können sich mal notieren.
Hast du im Winter schon mal groß gemacht? Nein, aber... Also nein, stopp. Skiräumen also, vielleicht? Mit dem GT. Ja, keine Ahnung, besser als mit der Hand. Das ist gute Straße, jetzt, wenn das am GT drauf kommt. Der Rost da ist zusammen, das ist ein Witz. Und im Winter halt, brauchst du ein extra Vorteil. Streusalz. Bei uns wird schon lang gucken, was er ausgebracht ist. Viel effektiver. Viel biologischer. Warte, ich mache ein Erinnerungsfoto. Also, Herr Rüdberger, muss ich einer Schalten erklären oder können Sie das? Hier, das ist die Bremse, oder? Nee, ist die Hupe. Warte. Das war zu Hupen. Also rechts ist Gas, davor ist Bremse und links ist der Kupplung, ne? Wo ist die Klimaanlage? Klimaanlage ist vor mal ein paar Meter. Das ist deine Klimaanlage. Das nennt sich Fahrtwind. Die Fliege. Guck's aus, das ist nicht scheiße. Die kommen nicht auf den Grün liegen. Ah, ja. Also nochmal so unter uns gesagt, oder? Also, ist dann ein wenig von der Fälle da, hä? Stoppbahn, sag ich doch. Ist alles? Mehr geht nicht, oder was? Nee, da geht nicht mehr, Werner. Oh, da hat ein Fließgang drin. Das ist ja nix. Hast du schon einen ersten Gang drin, oder läufst du eh nur mit dem Gang? Hast du schon einen Gang rein, da? Da steht Schildkröte, es wird angezeigt. Also der Bullock ist Baujahr 1973 mit 45 PS. Nein, schneller geht's tatsächlich nicht. Okay. Also, ja. Ich muss mal kurz, das sieht es auch nicht so. Oh Gott. Ja, das ist nichts. Ich habe jetzt doch einen Rücken verloren. Warte, ich schau mobil hin. Gut. Das ist nichts. Also wenn du ein Perform magst, sitzt euch gerne auf. Wenn nicht, dann schauen wir zum nächsten weiter. Wir gehen mal zum nächsten weiter. Ich kenne jetzt schon aus der Heimat. Stell ihn einmal dabei an. Der freut sich, wenn er heute noch ein paar Mal an- und ausgemacht wird. Werner, das ist nicht so. Ist nicht so dein Fall? Nee, gar nichts. Soll ich damit sowas machen? Nicht effektiv, keine Klimaanlage. Sind Sie eigentlich gezwungen worden hier auf das Oldtimer-Treffen? Oder sind Sie freiwillig gekommen? Ich hab mich da schon gefreut drauf, muss ich sagen. Ach so, aber Sie scheinen irgendwie enttäuscht zu sein, ne? In jeder Hinsicht. Nein, warum denn? Es gibt noch kein Bier, das finde ich alles gut. Ja, und der Sitz ist zu hart und die Türen fehlen. Wir dachten, wir treffen nette Leute hier. Achso, ich wollte gerade sagen. Ne? Genau, von dem gleichen bin ich auch ausgegangen. Sehen Sie, aber da sitzt mein Arm wohl. Bin ich überzeugt, dass ich hier nur mit Landwirten zu tun habe? Auch das kann ich nur zurückgeben. Danke, dass Sie es gesagt haben. Da haben wir den nächsten von GT. Schon wieder so ein Ding. Ebenfalls ein 250er, diesmal mit Meistergerät unten angebaut. Geht wieder so langsam. Wie man für einen Geräteträger ist der da in der Mitte gebaut. Der hat sogar eine Kabine, dass ein Kollegen nicht friert. Das würde ich doch ganz gerne mal ausprobieren. Aber ist Klimaanlage drin? Wo ist denn da die Klimaanlage? Genau, weil da hat man keinen Fahrtwind. Klimaanlage gibt es in dem Fall gar keine. Fenster auf. Genau. Geht nicht elektrisch. Muss man noch dazu sagen. Also du musst wirklich mit dem Arm aufdrücken. Was heißt nicht elektrisch? Ja, das vorne Fenster. Ja. So, was macht man jetzt hier? Das muss man jetzt erstmal runterlassen, ne? Oh mein. Über uns reden, aber selbst nicht auskennen. Oh. Ja, so einen Teil bin ich auch noch nicht gefahren. Den kleinen Hebel, das ist Hydraulik. Wo ist denn das Saatgut bei dem Ding? In dem kleinen gelben Tank drin. Ja, genau. Mehr gibt's ja nicht mehr. Da ist ja ein Liter Milch mehr. Ja? Jetzt muss ich nochmal fragen, Sie sind da auch Landwirt, haben Sie noch nie Mais gebaut? Ein Maisgerät, da ist immer das Saatgut in so kleinen Pixel drin. Oh, ich lasse die staubigen Sachen immer das Elu machen. Und wir haben vorne, auch einen riesen Tank dran. Oh, wie der Knaller, Herr Wiesenberger. Ja. Halt ehrlich, was soll ich? Das ist so, ne? Anlage, aber da ist halt nur der Dünger drin. Saatgut ist beim Maissägerät immer in so kleine Dinge. Aber einen Pullock-Führerschein haben sie schon, oder macht das auch der Lohner? Nein, will noch jemand anders ausprobieren? Bitte. Ich möchte nicht den ganzen Besuchern schon alles wegnehmen, aber fühlen sich frei. Also, macht Spaß damit, mal ein bisschen bei mir dazu fahren. Ja, dann haben wir da rum noch mal einen Ferguson. Ja, das ist auch mich interessieren, weil das da kann ich auch ehrlich gesagt nicht wieder zu sagen, der kehrt einen guten Späßel von mir. Warum sind da Schneeketten drauf? Ich wollte auch gerade fragen. Das ist für einen Winterdienst jetzt das Teil. Und jetzt, schau her, Sitzkissen da vorne hat er auch. Es ist eine nicht andere Welt hier. Es ist eine andere Welt hier. Herr Wiesenberger, also, das ist nicht das eine andere Welt, sondern das ist sozusagen die Welt der Landwirtschaft, ne? Also, nur dass wir uns hier verstehen. Naja, Landwirtschaft kann so oder so sein, habe ich das Gefühl. Ja. Das sind die Basics hier, aber die haben sie übersprungen. Haben Sie irgendeine Ausbildung gemacht? Ich frage für ein Schulprojekt. Landwirt, gelernter Landwirt. Ach ja. Haben Sie ein paar Klassen übersprungen, ne? Waren Sie zu intelligent für? Nein. Das hat der Lohner gemacht. Ja, ach, das stimmt. Ist der Lohner meine Ausbildung. Für Sie. Das ist jetzt ein bisschen frech hier, muss ich sagen. Ja, das gebe ich ganz zu. Pass auf, ich würde mich jetzt langsam mal hier vom Acker machen. Ja, das wäre mal. Ja, Bier gibt es immer noch keins. Ich glaube, wir müssen. Ne, also. Das wäre mal ganz gut, haben Sie gesagt. Bei der Tanke ein, oder? Stimmt, bei Ihrer Expertise bin ich wirklich viel am Platz. Pass auf, ich würde mich jetzt langsam vom Acker machen. Ich weiß nicht, Anton, wie du das siehst, aber ich würde mir jetzt nochmal in Ruhe die.
Modelle unten anschauen, bevor jetzt gleich der Ansturm kommt. Ich wünsche Ihnen aber soweit schon mal einen schönen Tag. Hat mich sehr gefreut, Sie mal kennenzulernen. Vielleicht sehen wir uns ja nochmal irgendwann. Ja, würde mich freuen. Und ne? Vielleicht, geben Sie mal, was hatten Sie gesagt? Wo ist Ihr Hof? Hier, zwei Orte weiter. Zwei Orte weiter. Vielleicht komme ich mal vorbei und würde Ihnen einfach mal ein kleines Buch über die Landwirtschaft mitbringen. Das habe ich schon vom Bürgermeister bekommen, das bringt gar nichts. Ach so, ja, vielleicht ein Hörbuch. Lesen. Ein Hörbuch, das wäre vielleicht was. Nein. Also wenn Sie mich wirklich unterstützen wollen, ja, organisieren Sie mir eine Rundballenwickelanlage. Dann sind Sie mein Freund. Merken Sie selbst. So, na, schönen Tag noch. Schade. Wir sehen uns sicherlich später nochmal. Ne? Ja, tschüss. Tschüss. Ciao. Servus, Pietting. Habt so viel Spaß. Das ist ja was. Gute Frage. Ich dachte so, schauen wir mal runter auf den Grün. Lecco mio grande, was war das dann? Ja, das fragst du mich Sachen, die kennen sie ja gar nicht aus. Nee, also so teils. Da war gar nichts. Eieiei. Und so überheblich fast schon. Ja, das hat mich auch. Sie kommen hier hin und sind nur am Meckern. Ich meine, klar, unser Manöver, unser Fahrmanöver, das war ein bisschen frech, aber ich hatte wirklich Sorge, dass hier schon eine große Schlange ist und da zählt jeder Platz, bevor man da nicht mehr reinkommt. Jetzt wusste ich nicht, dass es erst um 9 Uhr losgeht, aber gut. Das stimmt, ja. Das haben wir jetzt erfahren. Aber was da, also gerade von diesem, der Mitarbeiter war ja relativ ruhig, ne? Und ja, das stimmt. Der zweite, Ron hieß er, ne? Der nicht dazugehörende, also nicht dazu passende Monster, oder? Ja, genau. Ja, aber der war ja auch noch relativ akzeptabel, aber der Hauptwiesenberger da, der war schon, also das war eine Type, du. Ja, wie ich sage, ein Russere und ein Stoppbauer wieder her, der viel sauber gekommen. Aber interessieren würde mich tatsächlich mal. Vielleicht sollten wir da tatsächlich mal vorbeifahren. Die Einladung stand ja offensichtlich. Hat sich so okay. Mein, man muss schauen, wenn jetzt vielleicht später nochmal, wenn wir nochmal zusammenkommen, dann mal wirklich Telefonnummer nochmal austauschen. Ja. Und dann haben wir wieder zusammen telefoniert oder so. War mir ganz interessant. Das werden wir tun. Aber jetzt lass uns nochmal hier ein bisschen die Modelle anschauen, bevor da später... Auf alle Fälle, weil da stecken wir wirklich...